Klappe. Steht alles richtig? Ja, ein bisschen könnte in eine andere Richtung, glaube ich, noch. Aber an sich steht es. So, das ist ein bisschen mittiger. So, endlich. Wunderbar. Wunderbar. Schön, dass du noch was übergelassen hast von den ganzen Dosen. Leute. Wundertäulchen. Wundertäulchen, wird immer besser. Warst zu lange in Japan, merkt man sofort. Warst so zu lange. Oh, hast du das mitbekommen? Mit dem Dragon Ball Zeichner, der ist gestorben. Ja, heute. Ja, es kam überall. Es war, hat heute Morgen schon irgendwelche bei Instagram in der Story drin gehabt. War ich auch richtig traurig. Voll traurig so. Ich war richtig traurig, ich hab richtig geweint. Ja, klar. Ich hab richtig geweint. Ja, ich schon. Hast erst mal ein bisschen auf Japanisch dann geflucht, ne? Hast du einen japanischen Schimpfwörter, hast du das jetzt schon gelernt? Nee, du bist ja falsch Ansprechpartner. Hast du nicht gelernt? Nee, ja, lass ich lieber. Das ist ja alles mal so gefährlich, dann natürlich zu verflucht werden. Ja, so ein Zauberspruch, ja, ja, ne? Von diesen Hexern da, ja, von den, Yasuka oder ja, Yasuka. Ja, oder Yakuza. Ja, 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 Yakuza, ne? Das sind ja quasi Magier. Ja, quasi, so ein Zauberer mit ihren Schwertern und mit Teigrollen mit Reis drin, ne? Ja, gut. Geil. So, da haben wir alle Klischees jetzt auch einmal abgearbeitet. Ne? Aber ey, Spaß. Bruder. Liebe Leute, wir sind unpolitisch. Von dem her würde ich sagen, werden wir jetzt gleich die große Effektreihe hier, ja, machen. Ich freue mich schon. Freut euch da wirklich. Also es wird, ist jetzt ein bisschen liegen geblieben. Ja, das ist, weil ja, du musstest ja auch ins Ausland, genau, da. Da waren ja bestimmte Termine auch. Ne? Beruflich, ja, ja. Ich sag nur so viel. Ihr könnt uns vielleicht finden als Bossgegner im nächsten Elden Ring DLC. Ja, ja. Ne? Ich hab nach From Software gesucht. Dann habe ich aber, ja, dann war das ja in einer anderen Adresse und dann habe ich einmal da, ja, nochmal geguckt bei Google Maps. Ja. Da war das Schild gar nicht mehr da vom Software, dachte ich mir so, da geht schon so schlecht. Da müssen wir auch nicht hinfahren. Nee, weil die umziehen wohl in ein richtig fettes Gebäude. Ach so, also ab, Glow Up. Ja, ja. Na gut. Also, wisst auf jeden Fall Bescheid. Wir zählen jetzt runter. Ich zähle diesmal runter. Ich habe die letzten Aufnahmen gar nicht runtergezählt. Ich hab's verlernt. Ne? Ja, genau. 3, 2, 1. Herzlich willkommen, meine Pulver Boys, dem besten Testkanal für auch Energy Drinks. Und Gaming Booster im deutschen Internet. Weltweit! Ja, mir fehlt das Koffein. Extra heute noch nichts getrunken. Du hast auch zu früh aufgehört, Tim Intro. Ja, es war, wie gesagt, ich bin da voll außer Übung. Aber ich glaube, du bist jetzt der neue Intro-Meister. Wahnsinn. Kann ich mir eine Signatur schreiben? Ja, Intro-Meister. Intro-Architekt. Ist das dann nicht ein MC, so Master of Ceremony? Ja, ist ein Bachelor of Arts. Bachelor of Arts, ja, ja. So, liebe Leute, wir haben hier folgendermaßen. Wir hatten ja schon mal ein Video über Effekt gemacht. Genau. Hier über den Black Acai. Black Acai. Und daraufhin hatte sich auch Effekt bei uns gemeldet und hat gesagt, hey, Jungs, gebt mal die Adresse. Und das haben wir gemacht und wir haben eine Palette bekommen mit Getränkepaletten, also genau, mit Dosen. Von jeder aktuellen Sorte, genau, haben wir da eine Palette bekommen und ja, bin mega gespannt. Ich habe auch einige noch gar nicht probiert. Ne? Ja, ja. Du hast ja, ich habe ja schon gesagt, gut, dass du noch was übergelassen hast in den letzten Wochen. Ich sag jetzt schon durchgetestet. Ich sag jetzt, es macht süchtig und es gibt gut, es gibt also richtig Level Up so. Ne? Und ja, ich sag mal, also das ist vielleicht nicht so mein Geschmack, aber ich bin gespannt. Ich bin ja sehr gespannt auf den Kokos hier. Kokos. Da sind wir ja große Fans. Ja, ne? Riesen Kokos-Fans. Ich sag dir. Sie uns ja immer auch auf dem Malediven liegen, ja, mit der Kokosnuss in der Hand ausschlürfen. Ja klar, wir werden uns dann auch Stil echt gebracht. Ja, ich sag mal von, ich sage mal. Leicht begleitend. Dame. Da sitzt du mal da wie Lotto-King da. Nee, ist doch schön hier. Schönes Heimatprodukt hier aus Paderborn. Ja. Wir sind ja Patrioten. Von MBG, ne? Folgt auf jeden Fall dem Andreas W. Herb, der hat sehr interessante TikTok-Kanäle und Instagram. Ist immer sehr interessant, die Eindrücke oder Blicke hinter die Kulissen. Ja, das ist sozusagen die Geissens, aber in echt. Weißt du? Also die, das ist ungefähr. Ja, ne? So Millionäre. Mittlerweile gucke ich die Geissens eigentlich mal so ganz gerne. So eine Stunde, eine Folge. Ich fand die immer lustig. Ja. Ich konnte mir das immer angucken. Es ist mir für ein bisschen zu viel Dubai alles, weil Dubai ist halt auch immer gleich. Ach, aber was ich aber letztes Mal geguckt haben, dann waren sie da hier Hamburg auf OMR mit Knossi und ist überall Knossi dabei. Ja, überall Knossi. Überall Knossi dabei. Das ist heftig. Ich bin gespannt, wann das aufhört. Ja, ja. Aber naja, gut. So, also, liebe Leute, wir fangen an, würde ich sagen. Wir wollen gar nicht lang. Wir haben jetzt viel zu tun und da würden wir uns einfach mal durchprobieren. Von hier anfangen, Standardsorten. Von Klassik bis exotisch. Ja,
exotisch. Schmeckt exotisch. Schmeckt trubbisch. Ah, wir schon wieder das falsche Intro gemacht. Ah. Sebastian Schulz Intro machen. Ah, machen wir beim nächsten. Ja, hier der Standardeffekt, ne? Standardeffekt. Als begonnen hat damit, quasi, ne? Das ist das, was wir in unserer DNA mit drin fließen haben. Deswegen sind wir so Koffein addicted. Dabei fing das schon an, ne? Du gab's bei uns nicht Jägermeister Red Bull, sondern Jägermeister Effekt. Effekt, ja, so oder war mit Wodka. Wirklich? Ja. Weil ich sag, das gab's ja schon immer hier in den Supermärkten dann. Und es war auch immer günstiger als Red Bull, ne? Sag ich mal. Ja, ja, ja. Und das ist so für mich so der Standard Energy-Geschmack. Schmeckt aber auch. Also sowas als Pulverform, ne? Also der auch mit dem Geschmack mit dem kommen Geschmack. Würde. Aber so ein kleinen. Ja, ja, reicht immer. Ich kenne ja. Also das hat bisher auch wirklich noch keiner von den, Pulver-Leuten hingekriegt, ja, diesen Geschmack wirklich so richtig zu imitieren. Von Energy, ne? Die ja einzigen, die den Geschmack von Energy imitieren können, ist Elfbar. Also jo, das stimmt. Diese Vaping-Liquids-Sachen. Die kriegen ja den Geschmack auch hin. Mich wundert, dass jo, das... Das ist Energy Ice oder so, ne? Genau. Ja. Da wundert mich halt immer nur, dass bei den Pulver-Buden das niemand hinbekommt. Das wundert, also vielleicht ist es auch logisch, weil, aber naja, gut. So, ja, dann Prost, ne? Prost, lass mal probieren. Riecht gut. Ja, schmeckt tropisch. Ja, ich kenne eine gewisse Würze. Ja, es ist, nee, wo ich da in Japan war, da gab es immer nur Red Bull, Monster. Da hätte ich mir echt so einen Effekt mal gewünscht zwischendurch. Monster kann ich nicht saugen. Ich habe mir ja mal das große Andreas W. Herb Video angeguckt auf hiphop.de, was deutschrap.de oder so, weil die ja viel Sponsoring machen für Hip-Hop-Künstler und so. Das ist auch so erklärt, die ganz Effekt in Thailand kaufen, aber nicht in Polen. Da sind die schon weit verteilt oder in Nigeria auch wohl ganz groß, ne? Mhm. Aber dann so direkt im Nachbarland in Deutschland, da gibt es gar keinen Effekt. Aber irgendwo in Südostasien, von der Vertriebsschiene, ganz interessant, so viele Hintergründe. Ach so? Mit Deutsche Bank Paderborn, alles, aber interessant. Deutsche Bank Paderborn. Ja, ja, ja. Da kennen wir ja jemanden, der gearbeitet hat, ne? Bei Deutschen Bank Paderborn, ne? Also, kennen ja bestimmt die dann auch, ne? Ja, ja, wahrscheinlich. Ach, herrlich. Ja, also, wie gesagt, der schmeckt mir gut. Ist natürlich ein Energy Drink, da habt ihr auch. Und der sollte ja wirklich deutschlandweit bekannt sein, ne? Ja, also wir hatten das letzte Mal ja schon mal nachgeguckt, wie viel Koffein wir eigentlich in den ganzen Energies haben. Wir haben hier 100 Milliliter 32 Milligramm. Mhm. Bei 330 bist du so ungefähr bei 120. Das ist auf jeden Fall schon ganz gut. Das macht wach. Natürlich habt ihr auch hier Zucker. Das ist halt nur mal so. Das ist bei normalen Energies. Ist das nicht auch so? Können wir danach den zuckerfrei? Den habe ich, glaube ich, noch gar nicht probiert. Mensch, aber da haben wir noch eine andere Alternative. Das hier ist der zuckerfreie. In einer wunderbaren goldenen Dose. Das ist klasse vom Design. Ist halt. Ich muss sagen, das sieht gut, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ah, nee, wie viel ist da ist jetzt die neue Staffel angegangen. Da war der Jackson dabei. Jackson? Jackson. Der macht die Effekte laut der Webseite. Der Jackson. Der Jackson. Der kannst du es auch bitte fachmännisch mit zwei Händen öffnen? Wie macht man das mit zwei Händen? Ach so. Wie der Joghurt immer. Wenn er sich wieder die drei Paletten Joghurt bei im Angebot. Aldi Sorbet. Ich krieg das nicht mit zwei Händen. Dem müsst ihr auch Effekt zuschicken, neben Sebastian Schulz. Der macht super Videos. Der nimmt doch nichts zugeschickt. Nee? Nee, der macht doch, der will auch nichts haben. Nur von Zuschauern und so, ne? Ich glaub ja. Muss sagen, guck zu. Ja. Okay, also das ist der goldene, das ist zuckerfrei. Zuckerfrei, schütt mal rein. Ich schütt rein. Ja. Ist auch fachmännisch, da hast du 3 Jahre Ausbildung gemacht, ne? Sieht gut aus, muss ich sagen. Ach, sieht aus wie der Zucker. Der sieht genauso aus. Wahnsinn. Mhm. Riecht aber anders. Riecht weniger nach Zucker. Aber Prost. Probieren wir mal. Du merkst, da ist kein Zucker drin. Ja. Ich finde den aber zuckerfrei. Hat auch welche, die eklig schmecken. Ich wollte gerade sagen, der schmeckt aber nicht eklig. Der hat immer noch dieses, also die Effektdinger, genau wie bei den anderen Marken, also bei Red Bull zum Beispiel, die haben ja sowas leicht. Da ist ja irgendwie eine Art Frucht irgendwo hinten da. Ne? Und das macht der aber auch ganz gut. Mhm. Der schmeckt weniger süß, ist aber, glaube ich, für manche Situationen auch nicht unangenehmer. Nee. Also, sondern ich glaube, das ist manchmal ganz. Also, jetzt natürlich ist er hier super im Hype, Gönnergy. Da schmeckt der Süßstoff halt anders, ne? Oder was halt, wo halt die Süße herkommt. Ja, da mag ich das penetranter, ne? Bei Gönnergy finde ich, das, was sie zum Süßen benutzen, weil das zu extrem nach irgendwie einer Chemiekomponente schmeckt. Und da finde ich, also mir gefällt, wenn ihr den mögt, werdet ihr den wahrscheinlich auch. Ne? Auf jeden Fall. Gerade wenn es warm ist, habe ich zum Beispiel, trinke ich lieber Zucker, also wenn es richtig warm wird, trinke ich manchmal lieber zuckerfrei als die mit Zucker, weil dann, wenn du zum Beispiel draußen bist, ne? Stell dir mal vor, bist du Festival, ne? Ja, ja. Und du verschüttest Docklands. Den. Ja, Docklands. Und du verschüttest den, dann klebt. Oh, das habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Stimmt. Dann klebt. Da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. 500 Tage. Kuhmove. Wenn du da wieder rum und dann hier die Ische, die vor dir steht. So, Also ich sag mal so, das, was mich an den Docklands am meisten schockiert hat, war die Toilette, wo niemand auf die Toilette gegangen ist, um sein Toilettengeschäft zu verrichten, sondern die ganze Zeit Leute da rauskamen mit einer weißen Nase. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Da möchte ich gar nicht. Sollen alle machen, was sie wollen. Ja, doch. Ja, das ist ja kein wunderbar, dir mit diesem Film im Cannabis an und hör mit der Kokain auf. Ja, und Mess. Metz. Christel Metz. Christel Metz. So, haben wir noch den
in Black Acai. Komm, machen wir auch nochmal auf. Ja, machen wir auf, weil er gut schmeckt, ja. Weil er lecker ist, weil er gut ist. Sieht auch, steht Marvin ja besonders drauf auf solche Black ja. Designs. Auch wirklich schön durchdesignt, ne? Ich bin ein großer Schwarz-Fan. Oh, klein hier. Echt? Wusste ich noch gar nicht, dass du schwarz magst. Ich mag schwarz. Ich mag aber färbst du deine Haare eigentlich auch bald schwarz, oder? Wie Gerhard Schröder? Ja. Vielleicht. Ja. Also das ist schon ziemlich schwarz, aber Alice ist noch schwarzer. Herzlichen Glückwunsch zum Weltfrauentag übrigens. Ja, heute. Ja, 8. März, ne? Ja. 8. März, ja. Bei Aufnahme zumindest. Herzlichen Glückwunsch zum Weltfrauentag, ne? Liebe und so. Schmeckt noch wie letztens. Aber der ist schon, wenn du den vorher hattest, der ist dann schon, der ja, klar. Ballert vorher, schon rein. Ja, wenn du vorher was Zuckerfreies hast und dann. Aber der ist lecker. Und der ist wirklich tropisch, würde Sebastian Schulz sagen. Tropisch, der Geschmack. Das sehen wir gleich hier bei der Kokosnuss. Oh, da habe ich schon ein bisschen Bauchschmerzen. Kokosnuss. Kokosnuss. Immer gut, immer ein Garant. Hier, liebe Leute, mal auf. Ich zeig's euch auf jeden Fall einmal hier in die Kamera, damit ihr, falls ihr an der Tanke seid, das sofort wiederfindet. Ich mag ja auch hier einfach ordentlich einen schwarzen Deckel ordentlich, ne? Also einfach ordentlich immer. Das sieht gut aus. Das Schöne bei normalen Effekten ist auch noch, kannst du auch in Literflaschen kaufen. Kannst du auch kaufen, ja. Oh, der riecht aber schon lecker. Riecht doch mal daran. Ist aber ja, riecht aber intensiv, würde ich sagen. Ja, ne, intens. Ja, du hast es ja schon probiert. Also im Glas kommt der noch mal besser. Das, also ich muss sagen, das riecht schon ganz schön nach Kokos. Ja. Das, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, es war Blueberry-Kokonat, ne? Ja, Blueberry-Kokonat, aber Coconut, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, es riecht nach einem Shampoo. Nach so einem Frauenhaarshampoo. Mhm. Die haben ja auch manchmal so mit Kokos. Ja, ja. Oh, wie Julian damals mit seinem Kokoswachs. Ja, ja. Ja, komm runter damit, ne? Prostata. Prost. Das ist meine Lieblingssoße. Schlimmere Geschmäcker, ja. Ah, aber ich sag mal, drück mal die Zunge ein bisschen oben an den Gaumen. Ja, ja. Ich verstehe auch diese Kombination nicht. Das hat man auch bei anderen Pulver. Das trinkt man so. Das ist wegen. Ja, diese Kombination: Kokosnuss und Blaubeere. Kanada. Ja, erwachsene Kokosnuss oder was? Ja, warte, weiß ich noch nicht mehr. Da kam irgendwer mal drauf. Mhm. Und hat sich gesagt, dann ist es. Das ist eigentlich jetzt, wie wir es bei allen Kokosnussgeschmäckern sagen: Wenn du Kokos magst, dann ist das was für dich, ne? Aber wie heißen nochmal die weißen Kokosdinger da? Raffaello. Raffaello. Das Raffaello. Mochte ich auch noch nie. Nee? Raffaello. Aber die Werbung auch mal so komisch. Ja, mit der Tante mit dem Hut. Ja, ja. Aber da läuft ja keine Werbung mehr. Nee, nee. Oh, das perlt aber gut, ne? Ja, der perlt. Also dieser Kokosgeschmack, gerade wenn schon du wieder ausatmest durch die Nase zum Beispiel. Der bleibt im Mund erstmal bestehen. Der ist auf jeden Fall da. Die Blaubeere. Ich finde, so heftig riecht das gar nicht aus der Dose. Nee, aber aus dem Glas war schon richtig intensiv. Ja, also ja, das ist wirklich was für Liebhaber. Kommen wir. Bin ich sehr gespannt drauf. Ist aber trinkbar. Ja. Also, ist jetzt nicht so. Und ihr habt schon dieses, dass dieses Blaubeere-Fruchtige kommt auch mit gut. Wenn ihr Kokos irgendwie mögt, werdet ihr das auch. Mhm. Jetzt kommen wir zu einer Edition. Da muss ich sagen, das könnte einer meiner Favoriten sein. Da bin ich ehrlich. Und ich glaube, die ist auch relativ neu. Wir haben letzten Monaten erst rausgekommen. Die Traube Minze. Ich habe schon oft, wenn ihr lange Zuschauer von uns wissen das, wir haben oft schon über dieses Thema Traube und da hatten wir auch schon mal gesagt, Traube Minze als Kombination und so. Und es ist bisher eigentlich gar nicht passiert. Also zum Beispiel in der Pulverform hatte Holy zum Beispiel auch mal eine Traubenpulver, aber das war, da fehlt diese Minze mit bei. Also das war, da hätte man überlegen können, ob man von einer anderen Firma die Minze nimmt und das irgendwie zusammenpackt, aber ist dann auch nicht so geil. Und das ist eine Traube Minze und da habe ich mich sehr drauf gefreut. Und wir gucken mal, wie uns das schmecken tut. Ne? Hast du schon mal probiert? Oder? Ich hatte das schon einmal probiert. Es ist weiß. Transparent. Da gab es noch, da hat die Forschungsabteilung noch keine Farbe gefunden. Ja. So, also. Es riecht schon ein bisschen nach Medizin. Ja. Brust. Was ist das da? Wächst die Minze ganz schön. Aber hat auch dieses Traubige. Aber so eine schöne Mojito-Minze. Ja. Ja, wie so ein Cocktail. Richtig. Nicht so eine Muffminze. Muffminze oder hier. Muffminze. After Eight Schokolade. Ist auch eine Minze, ne? Ja, ja, das ist auch eine Minze. Das ist so eine Minze, die ich nicht mag. Aber das ist so eine Mojito-Minze. Mojito. Da haben sie natürlich bestimmt die Expertise einfließen lassen von den ganz anderen Spirits. Ja, und, ja, wenn du Spirits liebst, die suchen übrigens da noch Leute, ne? Ja? Ja, ja. Aber nur wenn du Spirits liebst. Ja, was ist denn bei Spirits? Was brauchen die denn für die Leute? Also ich will das Fitnessstudio da in dem Laden. Der Fitnessstudio und welcher perfekte Mann. Ja, und Sauna. Saunameister. Ja. Ah, Saunameister! Kommt der Knabe rein! Hallo! Aufguss! Für den Effekt, aber. Oder immer mit so einem Schlüpper, weißt du? Mit Effekter oder dem Wodka. Ja, schmeckt aber interessant. Schon, muss halt immer so klein. Also ich finde, der kommt besser, wenn du mal so ein bisschen nippst. Mhm. Und das dann, also der dadurch, dass es eine Mentholzigarette noch dazu. Ja. Oh ja. Auch stimmt. Also das Schöne ist ja hier 330 Milliliter. Wunderbare sagen. Größe. Das heißt, wenn ihr den ausgetrunken habt, ist die Kohlensäure auch noch nicht verbraucht. Ihr könnt den auch, wenn der jetzt mal, der steht bei mir auch mal eine halbe Stunde oder so. Ne? Und trinke immer so Schluck für Schluck. Und du willst auch trinken, weil die Süße, das macht auch ein bisschen was im Mund und so was. Und der gefällt mir persönlich sehr gut. Ich mag aber auch dieses Minzige und dann mit Traube
mag ich einfach. Da bin ich einfach addicted, sagt man immer so schön. Ne? So, also von dem her, ich mag den schon. Ich finde den gut. Nee, also ist eine interessante Kombi. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass das. Also die Minze finde ich echt schön. Also, glaube ich, der perfekte Sommerdrink so auf Libori, ne? Auf Libori. Oder so ein paar Cocktails damit oder Longdrinks. Ja, stimmt, du kannst einfach ein bisschen Schuss reinmachen, bis fertig eigentlich. Und Schnaps, ne? Und nee, das schöne. Was ich auch sagen wollte, ist einfach 0,33 ist die beste Energy-Größe. Ja. Und nicht 0,5. Ich mag 0,5. Aber das dann, ach, Monster, Gönnergy, Rockstar, 0,5. Ach, da süppelst du so lange dran rum und am Ende schmeckt es dann schon gar nicht mehr. Nee. Also mir zumindest. Das ist bei 0,5 ist mir auch einfach zu viel Zeug. So. Weil durch diese Kohlensäure. Durch die Kohlensäure. Und die Kohlensäure in Dose ist immer stark. Warte, lass uns den bitte. Zum Schluss? Zum Schluss machen. Das ist doch der Bubblegum. Ne? Bubblegum? Ja. Den kann ich mir noch gar nichts vorstellen von Guave. Guave Massive. Oh, Guava, genau. Guava. Ich weiß nicht, das ist irgend so eine Frucht aus Tropen oder was. Ne? Tropisch. Guava-Geschmack. Aus dem Dschungel. Tropisch. Da zum Beispiel bei den Sorten würde ich immer sagen, also der normale Energy, der hat ja 10,7 Gramm Zucker und der ist bei 7,3. Also das ist auf jeden Fall schon mal weniger. Genau wie es A ist unterschiedlich zwischen Version zu Version. Der hat zum Beispiel 10, der hat dann wieder 11, 11. Also nur für euch zum Info, das ist ein bisschen Unterschied, aber um die 10 haben die mit Zucker runter. Okay, ich weiß nicht, was eine Guava ist. Ich zeige euch nochmal in Keine Ahnung. Die Kamera hier, das ist ja die Dose. Ich habe keine Ahnung, das ist irgendein so ein Getränk. Ne? Riecht fruchtig, ne? Irgendwie. Ich weiß nicht, bisschen wie Trockenfutter. Prost. Oh, der macht hinten viel. Der zieht schön. Findest du? Sehr süß. Ja. Der ist schon süß, aber der ist, mag den auch. Der ist wirklich lecker. Ja. Aber der gefällt mir auch besser als der drauf graue Minze noch irgendwie. Der ist süffig. Also den kann man mal zwischendurch trinken, aber den öfter mal. Ich dachte, ihr habt den noch nie probiert. Weil Traubenminze, da trinkst du, kannst du auch nur einen am Tag von trinken, weil sonst hast du das Gefühl, du hast die ganze Zeit Zahnpasta. Mhm. Ist irgendwann zu viel. Ja. Der ist, ich weiß nicht, was das für eine Frucht ist, aber die schmeckt sehr gut. Die ist sehr süß. Guava. Guava. Guck, gurgel mal. Was das ist für eine Pflanze. Woher die kommt. Vielleicht kommt die aus dem. Kommt sie aus Hessen oder so. Guava, irgendwas das Grünes. Was Grünes? Ja. Ja, klasse, das sehe ich jetzt. Ja. Ursprungsland. Scheich NL, ne? Ja, da kommt erstmal der richtige Name auf Latein. Das ist immer wichtig. Ja, Myrta Seae. Nein, was laberst du für eine Scheiße hier? Wissenschaftlicher Name. Ach so. Psyllium Guavaia. So, und dann gehst du auf Wikipedia drauf. So, und dann steht das da meistens, woher das kommt, tut. Hier da. Ach. Mensch, was machst du denn da? Was machst du denn da? Was ist das für eine Seite gewesen? Ja, halt's Maul. Erotik. Immer alles. Alles war jetzt voll. 85 Tabs mit Pornos. Die alle gleichzeitig noch laufen. Wo steht das? Ordnung, Familie, Unterfamilie, Gattung. Meinst du, Andreas Verb ist ja durch den Dschungel gestappt und das rausgesucht? Ja. Verbreitung. Tropisch und subtropisch Amerika. Ach so. Tropisch. Ah, Brasilien. Ja, so Mittel- und Südamerika. Ja, ja, Amazonas, da waren wir gar nicht so unrichtig mit den Knochendingen. Ja, so. Habitate gibt es da von Sekundärwäldern. Ja gut, dann haben wir mal geklärt, was das ist. Ja, also lecker ist auf jeden Fall. Doch, das Ja, der... Es ist, da merkst du auch, da trinkst du einen Schluck, da fühlt sich wie in Brasilien, am Goldstrand da, ne, in Rio. Am Goldstrand? Copacabana. Ja, meine ich ja. Copacabana. Wurde immer ausgeraubt, wir sind in Brasilien, als Mann. Ja, wieso? Da musst du einfach zum Richter Schill fahren. Ach ja, der ist auch noch da, in der Favela. Ja, der Favela da. Der Typ, der ist richtig gut. Der gibt's ja auch noch, ne? Ja, der Schill, den finde ich, also viele hassen den ja, ne? Aber ich finde den sehr unterhaltsam, muss ich leider sagen. Sind irgendwie drei Frauen oder so? Ach, da erzählt er da. Ich sagte, der lebt da von seinen Pensionssachen von 500 Euro, kommt da irgendwie zurecht und hat zwischendurch mal irgendwelche Fernsehleute da und das war's dann. Also ist ja günstig da, ne? Ah. War so wenig, das auch verkaufen an Deutsche, ne? Also sind immer so geil, diese Favela-Tours. Du die Favelas, doch. Super gefährlich, deswegen rennen die ganzen Touris den ganzen Tag durch. Schön die armen Leute noch beglotzen, gaffen. Ja, ich nehme dann immer Gummibärchen mit für die Kinder. Ja, ja. Freuen die sich, ne? Ja, da freuen die sich. Da freuen die sich. Gummibärchen. Kenn die gar nicht. Ja. Wir hatten mal Bekannte, die sind dann irgendwie nach Ghana oder keine Ahnung. Und dann hatten die so, soll ich dann Gummibärchen mit? Weil die sich dann so, gibt es nämlich so Touren, wo du dir so Schulen angucken kannst. Okay. Und das finde ich ja schon komisch. Ja, so, ne? Ja. Da würde ich eigentlich auf die Idee kommen, weil dann, als was bist du denn da? Also ein bisschen nah. Und dann, sollte ich da lieber Gummibärchen mitnehmen? Ja, genau. Ja, also was ist das denn jetzt? Gibt schon interessante Reisen. So. Jetzt kommt das Highlight, sagst du? Ja, jetzt wird's. Hast du schon probiert? Also ich habe dem, meine Frau, die mag also Bubblegum-Schmecker, und ihr habe ich das gegeben. Und dann gab es eine Reaktion darauf und habe ich es probiert. Und ich bin... Ich lasse mich überraschen. Rieche mal dran. Riecht Kaugummi-mäßig, ne? Mhm. Riecht auf jeden Fall nach Kaugummi. Blau? Ja, danke, dass du extra voll machst. So. Oh, jetzt verrätst du ja schon alles. Nein, wieso? Was denn? Ich kann nicht mehr so gut gucken. Ist doch gleich. Gucken. Ist doch gleich voll. Ja, ist gleich voll, ja. Prost. Prost.
Also das ist ein bisschen komisch. Es schmeckt genauso wie so eine bestimmte Kaugummis aus dem Automaten. Mhm. So. Schmeckt wirklich weg, ja. Genau so. Ist jetzt aber nicht so meins. Nee. Also wirklich wie aus den Schönen, die da irgendwo an der Straße waren. Wie viel Cent hat man da über Pfennig reingeschmissen? Weiß ich gar nicht mehr. Durch die Inflation waren sie am Ende fast 50 Pfennig. 50 Pfennig für ein Kaugummi. Also das trifft einmal den Geschmack ganz gut. Oder diese... Die mit so einer Zuckerglasur drum, die Kaugummi. Das war der Kaugummi auf der Rolle. Huba-Buba. 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 Ja, ist nicht so meins. Den finde ich nicht so schön. Der schmeckt halt nur nach so einem Kaugummi. Das ist vielleicht mal als Gag ganz lustig. Aber das wäre jetzt auch nichts, wo ich sage, den muss ich unbedingt nochmal haben. Ich finde die Guave richtig geil. Ja. Wir können mal sortieren hier. Mhm. Den Bubblegum würde ich da ganz rechts stehen lassen. Und dann den Kokos, ja? Ja, genau. Dann den zuckerfreien würde ich in die Mitte. So ungefähr. Ja, warte. Ja, sag mal. So. Ich sag mal durch die Spannigkeit. Also diese beiden Sorten, die hier, der klassische und der mit Zucker. Da wisst ihr ja so, was er bekommt. Das ist relativ gleich, warte, ich mache das einmal so, dass das auch alle richtig sehen tun. So, also. Genau. Diese beiden Sorten, Bubblegum und Kokos, ja, wenn man will, kann. Ja. Die kennen wir klassisch, alles gut. Die Guave, Black Acai und auch die Minze mit der Traube, finde ich sehr geil, bin ich ehrlich. Die mag ich alle drei sehr gerne. Wo ich auch echt überrascht war von dem Guave, der hat mich wirklich gut überzeugt. Ja, das ist lecker. Ich dachte, der Mint ist auch echt super jetzt so im Sommer. Und Black Acai kann man ja auch schön mischen, habe ich schon mal gemacht, ne? Mit Wodka und diese 9-Mile-Wodka auch von MBG, ne? Ja. Leuchtet so schön, die Flasche. Ist auch so eine 9-Liter-Flasche, die ich mir... Wieso leuchtet die? Auch so cool, ne? Im Club. LED drunter. Ja, ja. LED drin. In der Flasche. Ja. Also verschiedene Modi. Wo muss man die denn dann entsorgen? Kann man nicht in den Glascontainer schmeißen? Oh, nur nicht sonntags. Das kommt der Anzeigenhauptmeister. Und mach dann schön ein paar Früchte noch rein, ne? So Wildbeeren, so tiefgefroren, ne? Mhm. Hast du noch einen schönen Longdrink, ne? Immer abends so, ne? Ja, jeden Tag in der Woche. Jeden. Da haben wir noch einen Feierabend, weil Leben stresst so sehr. Ein bisschen Wodka, ne? Und damit auch die Tränen oder Zittern aufhören. Aber danach bin ich immer ganz ruhig. Ja, dann geht's mir gut und ich weiß, ich bin im Leben angekommen. Also. Nein, also wie gesagt, noch die drei auf jeden Fall mal testen. Ne? Ja. Und sag mal, bei den beiden, ne, da muss man wirklich Fan sein. Ich habe auch schon von Kollegen gehört, Kumpel, dass er den Bubblegum richtig lecker fand. Das ist ja unser persönlicher Geschmack. Ja. Und die Bubblegum ist halt, die schmeckt halt extra. Also, wenn es jetzt darum gehen würde, wie gut ist der Geschmack getroffen, 1:1. Das schmeckt nach Kaugummi nur ohne Mehlige. Also, das ist, was das angeht, gut. Aber mir gefällt dieser Kaugummi-Geschmack an sich nicht so gerne. Ja, so kann man es festhalten. Das sind halt die Klassiker hier. Einmal ohne Zucker, könnt ihr auch mal ausprobieren. Ja. Und sind wir schon durch bei diesem XXL-Effekt-Test. XXL! Ja, gibt's ja alles schon längst im Handel. Schreibt mal in die Kommentare rein, welcher Effektgeschmack ist euer Liebster und was würdet ihr euch noch wünschen in der Zukunft? Die sind ja auch immer an neuen Ideen interessiert. Ne? Das Tolle ist ja, das muss man mal sagen, im Gegensatz zu den anderen Sachen, die wir sonst, die dann eine Retail-Fassung bekommen und dann irgendwann im Markt sind. Ja. Auf Gönnergy, muss man ja leider sagen, sind die alle nicht richtig vertreten. Ja. Immer nur vereinzelt, aber sowas wie Effekt kriegst du halt überall. Ja. So, wenn euch Zucker jetzt nicht so wild ist, dass ihr sagt, ja, ich trinke ja auch nicht jeden Tag 5 Dosen oder so. Ja. Und ihr einfach, die sind schon echt ganz gut. Und manchmal steht man ja vor diesem großen Regal und überlegt sich, was so viel Energy. Und da habt ihr jetzt von uns einfach eine kleine Auswahl. Diese drei könnt ihr auf jeden Fall beim nächsten Einkauf mal mitnehmen. Wenn ihr im Rewe seid, im Kaufland. Ja, auch vor oft im Angebot auch Effekt, ne? Für 80 oder 70 Cent die Dose. Und dann rein damit. Ja, immer rein damit. In den Einkaufswagen. Rein damit. Also wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Ja, schreibt es in die Kommentare. Danke nochmal an MBG fürs Zuschicken. Danke dafür, dass wir das alles einmal durchprobieren. Ja. Die konnten auch übermäßig viel. Also danke. Und ja, Herzinfarkt incoming, ne? Ja, kommt auch so ein Discord, wenn ihr noch weiter über Booster und Energy allgemein oder alles Mögliche diskutieren wollt. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Glocke fürs Abo, ne? Genau. Und für den Algorithmus alles ganz wichtig. Richtig. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video schon wieder. Ja. Und wiederschauen und reinhauen!